Aber jetzt sage ich unseren nächsten Referenten an, endlich hat es geklappt. Wir wollen schon mehrmals mit ihm zusammen einen AZK-Tag verbringen. Kam immer irgendwas dazwischen. Er ist einer der bekanntesten Publizisten der freien Medien. Er ist ein Schwergewicht aus Berlin und hier sind seine Daten. Heiko Schrang. Geboren 1969, lebt nördlich von Berlin. Einer der bekanntesten Publizisten der freien Medien. Schrieb als freier Autor unzählige Artikel für den Börsen-Online-Dienst Wall Street Online sowie für die freien Informationsplattformen MM News und Epoch Times zu den Themen Politik und Wirtschaft. Inhaber des erfolgreichen Verlags Macht steuert Wissen. 2013. Sein erstes Buch, Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen, wurde Bestseller, inzwischen 13. Auflage. 2014, Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen, 2. 2014, Die Souveränitätslüge. 2016, Die GEZ-Lüge. 2017, Im Zeichen der Wahrheit, wurde Bestseller innerhalb weniger Wochen. 2017, Deutschland außer Rand und Band von Autorin Petra Paulsen war bereits nach 2 Wochen Bestseller. Schrang ist Inhaber des Formats Schrang TV, welches inzwischen zu den größten YouTube-Kanälen im Bereich der Alternativmedien zählt. Allein das Interview mit Petra Paulsen erzielte über 1,5 Millionen Aufrufe. 2016, Gründung des Formats Schrang TV Talk. Zahlreiche prominente Gäste kamen bereits zu Wort, wie zum Beispiel Kabarettistin Lisa Fitz, Ex-Milliardär Florian Homm, der ehemalige NTV-Moderator Michael Mross, Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld. Schrang TV Spirit, ein Format, in dem politische und spirituelle Themen auf besondere Art und Weise miteinander verbunden werden. Sein Thema heute? Im Zeichen der Wahrheit. Herzlich willkommen, Heiko Schrang. Alles wird er euch selber erzählen, hat was Interessantes zu berichten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich, dass ich Teil der großen AZK-Familie sein darf. Als ich heute reingekommen bin, habe ich eine Energie wahrgenommen in diesem Raum, die war unbeschreiblich. Das habe ich ganz selten in meinem Leben überhaupt erlebt. Menschen, die im feinstofflichen Bereich unterwegs sind, die wissen genau, was ich meine. Trotz alledem gab es in den letzten Tagen einige Vorfälle, die fast dazu geführt haben, dass ich heute nicht zu euch sprechen kann. Und zwar, ich bin gerade gestern direkt aus der Algarve mit dem Flieger hergekommen und wie der Zufall es so will, warte ich seit fast einer Woche auf meinen Koffer. In diesem Koffer war alles drin, mein Laptop, mein Konzept, meine Klamotten, alles. Jetzt solltet ihr euch mal in die Lage versetzen, speziell die Frauen, Schminkzeug, alles. Also ich meine Schminkzeug war woanders drin, alles ist weg. Und das Kuriose ist, dass bis zum heutigen Tage der Koffer auf Suche steht bei Eurowings. Also hatte ich genau 3 Varianten, 3 Möglichkeiten. Ich habe selbst vor ein paar Tagen noch drüber nachgedacht. Was machst du, Heiko? Variante 1, du sagst ab. Ist ein Riesenaufwand, hierher zu fliegen mit nichts. Variante 2, du stellst dich hin in einer Badehose. Oder Variante 3, du gehst einfach nur in den Hotelshop, holst dir Hemd, Hose, Socken und Schuhe. Ich habe mich für die 3. Variante entschieden.
Das heißt, der Sakko ist auch ein verlorener Koffer, mit dem ich eigentlich heute stehen wollte hier. Ich bedanke mich auch recht herzlich und freue mich ganz besonders, an dieser Stelle sagen zu dürfen, dass meine Mutter extra diesen langen, weiten Weg aus Berlin hierher gemacht hat, hierher gekommen ist, und vielleicht mal einen Applaus für sie. Wir leben in einer Gesellschaft, die Normen uns auferlegt, gesellschaftliche Normen, was wir denken sollen, wie wir uns kleiden sollen. Und das hat quasi in den letzten Jahren noch mehr zugenommen. Wir haben also eine Art Uniformierung im Denken und nicht nur auf den Straßen, in den Kleinen, in der Kleidung. Und mittlerweile ist es so, die Leute, die abseits der Normen sich befinden, diese werden als nicht normal bezeichnet vom Mainstream. Die sich verrücken aus der Masse, die werden als verrückt bezeichnet. Und ich kann euch sagen, zu diesen Leuten gehöre ich. Und ich freue mich ganz besonders, heute zu so vielen verrückten und nicht normalen Menschen sprechen zu dürfen. Wie gesagt, mein gesamtes Konzept war weg. Ich stand mit nichts da vor einigen Tagen und es gibt ja keine Zufälle. Unzählige Leute hatten mich angeschrieben, hatten gesagt, Mensch Heiko, du hast das Buch Die GZ-Lüge geschrieben. Urteil ganz frisch, Verfassungsgericht hat gesagt, natürlich, klar, verfassungskonform, alles eine tolle Sache. Ich habe gehört, du wirst in der Schweiz eine Rede halten. Kannst du das auch kurz erwähnen? Hat mein Konzept völlig aus dem, also hat mich völlig aus dem Konzept gebracht, war nicht Teil davon. War auch nicht, und unter mir und Ivo haben wir nicht drüber gesprochen, darüber zu reden. Ist es für euch trotzdem okay, dass wir da mal drüber reden? Okay, danke. Darf ich vorab sehen, wie viele Leute mal mit Handzeichen kommen aus Deutschland? Weil die sind ja massiv betroffen von der GZ. Okay, ohne Menge. Und jetzt die wichtige Frage, wie viele von euch, die den Arm gehoben haben, zahlen keine GZ-Gebühren? Darf ich das mal bitte sehen? Eine Menge. Dreht euch mal einfach um und guckt mal rein in die Reihen, wie viel das doch sind. Vielen Dank. Das ist natürlich ein riesengroßes Zeichen, weil, machen wir eine kurze Geschichte, um die Sache mal kurz durchzugehen. Also ich habe eine Klage eingereicht. Also man wollte mich mal ins Gefängnis stecken. Daraus ist die GZ-Lüge entstanden. Und zwar im Jahre 2017 wurde von mir die Klage eingereicht. Ich warte heute noch auf einen Termin. Sehnsüchtig. Aus irgendwelchen Gründen kommt es nicht dazu. Weil besser wäre es, würde es gar nicht gehen. Ne? Also da würden das Kamerateam von uns wäre da, die Epoch Times wäre, die wären alle da. Aber irgendwie haben die keine Lust drauf anscheinend. Obwohl ich immer wieder die animiere, sage, wann kommen wir denn noch endlich mal zu diesem Termin? Dann wurde im Netz verbreitet, Heiko Schrank hat sich ja arrangiert mit dem System. Er zahlt ja heimlich. Ist der aktuelle Bescheid per Mai, 15.05.2018 Euro schuldig diesen korrupten System. Warum ist die GZ von Interesse? Mal vorab eine Geschichte dazu. Einen großen Dank an Olaf Kretschmann. Habt ihr den Namen schon jemals gehört? Olaf Kretschmann ist für mich mittlerweile mehr als ein Freund. Man kann ihn als Seelenverwandten bezeichnen. Wir haben eine Ebene, die ich so auch noch nicht erlebt habe mit Menschen. Olaf Kretschmann ist die Koryphäe im GZ-Bereich. Das Problem ist natürlich, ich als öffentliche Person, im Internet steht immer drin, Heiko Schrank GZ, Heiko Schrank GZ. In Wirklichkeit ist es nicht ganz so. Ich habe es ja in der Anmoderation gesehen, ich mache noch ein paar andere Dinge, außer mich mit GZ auseinanderzusetzen. Jetzt war es so, dass ich ihn anrief aus dem Urlaub, sage, Olaf, kannst du mir helfen? Können wir da was machen? Da hat er mir eine kurze Präsentation, was ihr jetzt seht, im GZ-Bereich zusammengebastelt. Bin ihm hochdankbar dafür. Und das ist deswegen von Interesse, weil man dort erkennt, wie dieses System an sich abläuft. Nicht nur das GZ-System, sondern das gesamte gesellschaftliche System. Offiziell heißt es ja, dass, also wir reden von den Systemmedien, aber die Systemmedien sagen, na Moment mal, hier gibt es ja gar keine Klüngeleien zwischen Politik und Medien, sondern wir sind ja unabhängig. Ja? Es ist eine Demokratieabgabe, die wir leisten, wir, das Volk. Also schauen wir mal, gehen wir mal Medias Res rein. Hier sehen wir die Intendanten und da fällt ganz besonders auf Ulrich Wilhelm. Ulrich Wilhelm, kennt ihr diesen Mann? Ist mittlerweile Chef vom ARD seit Januar 2018. Spannend ist, dass er vorher Chef
des Bundespresseamts war. Oh, ist ja ein Ding zum Thema Regierungsnähe. Aber es geht noch weiter. Er war Regierungssprecher von Angela Merkel. Und die Süddeutsche Zeitung hat geschrieben, ihr könnt das alles im Internet nachrecherchieren, wenn ihr später das Video seht, eingeben, nachrecherchieren einfach. Schrieb, Ulrich Wilhelm ist der beste Merkel-Versteher in Deutschland. Und dieser Mann will uns sagen, ob wir Gebühr zahlen müssen oder nicht. Weil er war auch derjenige, der gesagt hat, oh, ist zu wenig Geld vorhanden, wir müssen die Beiträge erhöhen. Den Mann kennen wir alle, der wird als die große Koryphäe dargestellt. Paul Kirchhoff, Ex-Verfassungsrechtler, also er war Richter am Bundesverfassungsgericht. Und das ist ein Punkt, den ganz wenige Leute wissen. Deswegen hat Olaf mich darauf angesprochen und gesagt, Heiko, erzähl das mal den Leuten. Im Jahre 2007 wurde er beauftragt vom WDR, eine Art anderes Gutachten zu erstellen, um zu zeigen, also uns, dem Wahlvolk, dass doch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja Transparenz zeigt. Und da kam heraus, natürlich finanziert vom WDR, also von unseren Beitragsgeldern, kam raus, die Landesrundfunkanstalten haben in den vergangenen Jahren die Vergütungen ihrer Intendanten und teilweise auch ihrer Direktoren veröffentlicht. Diese Ersichtlichkeit der Gehälter schützt vor Argwohn und Missdeutung, vor Übertreibungsfantasie und vor reellem Übermaß. Man muss sich da mal die Frage stellen, warum überhaupt so etwas erstellt wird. Weil die Luft immer dünner wird. Immer mehr Menschen verweigern nämlich den Beitrag, was wir auch hier gerade im Raum gesehen haben. Also versucht man mit allen Tricks von allen Seiten zu kommen und uns doch zu erklären, dass es doch alles so weit in Ordnung ist. Ist doch nicht weiter schlimm. Die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen, die Leute. Und dann schauen wir uns doch mal an, was verdienen denn beispielsweise diese Intendanten? Bevor wir aber zu diesen Intendanten kommen, ganz wichtig, wichtiger Punkt, habe ich jetzt leider übersehen, ist der Geschäftsbericht. Im selben Jahr hat Carola Wilhelm, haben wir gerade gesehen, die Dame, Intendantin vom MDR, hat einen Bericht rausgegeben, wo drin stand, sonstige Angaben, auf die Angaben nach § 285 Satz 1 Absatz 9 HGB wurde gemäß § so und so HGB verzichtet. Was heißt das? Alles im Internet sichtbar. Dass auf der einen Seite jemand, Paul Kirchhoff, der uns erzählt, toll, die Öffentlich-Rechtlichen geben ja so eine Präsenz raus. Alles super. Und im gleichen Jahr, im Geschäftsbericht, sagt der MDR, nö, machen wir nicht. Aber wer guckt da schon rein? Wer liest das schon? Das heißt, diese Märchen werden uns erzählt. Diese Leute stehen den ganzen Tag da wie der Sandmann, den wir noch kennen, aus unseren Kindheitstagen, wo wir dann schlafen wollten, die den ganzen Tag Sand in unser Äuglein schmeißen. Und wir müssen endlich mal anfangen, diesen Sand wegzumachen und einen klaren Blick zu bekommen. Den Mann kennt ihr alle? Tom Buro, hatten wir vorhin gesehen, Intendant vom MDR, ist der Mann, der so ganz bescheidene 399.000 Euro im Jahr verdient. Mal zur Information, wisst ihr, was die Kanzlerin Frau Merkel eigentlich verdient? Das sind laut Wirtschaftswoche 218.000 Euro im Jahr. Jetzt muss man sich mal überlegen, fast alle Leute, die wir vorhin gesehen haben, die Intendanten Deutschlands, verdienen mehr als die Bundeskanzlerin. Wenn wir aber auf die Straße gehen und sagen, wisst ihr, wer Tom Buro ist? Wisst ihr, wer Carola Wille ist? Kennt kein Mensch. Das heißt, hier ist ein Staat im Staat entstanden. Ein Selbstbereicherungslarm. Und zwar ein Selbstbereicherungslarm mit einem angeschlossenen Fernsehstudio. Das ist immer clever gemacht, Tom Buro. Klaus Kleber ist ein ähnlicher Typ. Die kommen an, smarte Typen, Anzug, Krawatte. Nicht so wie ich, der einfach hier so leger dasteht. Nein, nein, um Gottes Willen, sieht der seriös aus, hat man mal irgendwo gehört. Ist denn so der Typ, wo man sagt, wenn wir eine Weihnachtsfeier haben, dann kommt der Onkel, der hochintelligente Onkel, auf den sie alle warten und sagen, ja, wenn der sagt, es ist richtig, dann ist es richtig. Diese Menschen schicken sie, also oder kann man sagen, die werden auf uns losgelassen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was dort finanziell bei Herrn Buro abläuft. Vorab ist ganz wichtig zu wissen, es gibt eine Bedarfsgrenze, die liegt bei 5.202 Euro im Jahr. Das heißt, jemand,
oder jeder, der über 5.202 Euro verdient oder bekommt, ist verpflichtet in Deutschland, also gezwungen, diese 1.750 zu erbringen. Ist doch klar, man muss ja sein Gehalt von 399.000 im Jahr auch irgendwie finanzieren. Aber damit noch nicht genug, sondern es gibt dort auch eine kumulierte Summe. Es sind Pensionsrückstellungen, die noch dazukommen. Also 138.000 Euro kommen noch on top, oben rauf. Und was viel schlimmer ist, das hatte ich in mehreren Artikeln immer geschrieben unter dem Begriff die Pensionsbombe. Das ist nämlich eigentlich der entscheidende Punkt bei der GEZ. Und zwar, Tom Buro hat gegenüber dem WDR, seinem Arbeitgeber, Pensionsverpflichtungen in Höhe von 3,7 Millionen Euro. Und er ist nicht der Einzige, Tendenz steigend. Das heißt, der kleine Arbeiter, der 5.202 Euro verdient im Jahr, muss davon auch noch 1.750 abknapsen, um Leute wie einen Tom Buro zu finanzieren, damit auch noch im Alter auf der Queen Mary der Altersarmut schön gewährleistet ist. Ja? Und darüber sollte man einfach mal sprechen, was dort tatsächlich abläuft. Und es wird gleich noch viel spannender. Im Endeffekt ist das nichts weiter wie eine Zirkusveranstaltung, eine Theaterveranstaltung. Ihr müsst euch vorstellen, das sind nur Akteure, die stehen auf einer Bühne und wir sind das Publikum. Und wir fangen die ganze Zeit an zu argumentieren und diskutieren. Ach ja, stimmt, aber die bringen doch die Fußball-WM. Ach na, die wollen sie jetzt auch nicht mehr bringen. Fehlt ja das Geld. Ach, deswegen sollen wir mehr Geld zahlen. Aber was läuft im Hintergrund wirklich ab? Da gibt es eine ganz interessante Frau, Maria Dreyer, kennt kein Mensch hier wahrscheinlich. Oder vielleicht doch, ist die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, SPD. So, es gibt eine Kommission, KIF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Landesrundfunkanstalten. Jetzt spreche ich gerade den Verstand an, aber wir haben heute noch ein paar Themen im Vortrag, wo wir auch ein bisschen auf die gefühlsemotionale Ebene gehen, über die wir am Anfang sprachen, die ja massiv im Raum vorhanden ist. So, ist es nicht eigenartig, dass dieselbe Adresse auf dem Briefkopf von der Staatskanzlei dieselbe Adresse ist wie von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs? Komisch, ne? Aber Frau Dreyer ist natürlich auch noch Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder. Und in dieser Position ist sie eigentlich die politische Vertreterin des Volkes. Also eigentlich ist ihre Aufgabe, unsere Interessen zu vertreten. Aber nebenbei ist sie auch noch die Vorsitzende des Verwaltungsrats des ZDFs. Jetzt frage ich euch allen Ernstes, was wollt ihr davon erwarten? Wer wusste das von euch? Darf ich das mal sehen mit Handzeichen? Toll. Also ganz wenige. Wahrscheinlich unter 1%. Und das sind aber die Infos, die wichtig sind, die wir heute hier bringen. Ja, und ich möchte auch jetzt nicht, auch wenn ihr mir applaudiert, vielen Dank. Das soll aber eher ein Applaus nicht für mich sein, sondern für Olaf Kretschmann, weil er hat mir das gegeben. Ich will es mal so formulieren. Ich bin ja ein alter Beatles-Fan. Das ist so vergleichbar. Olaf Kretschmann ist Ringo Starr. Ja, der ist der Meister überhaupt, der trommelt da hin und her. Und ich stehe vorne, bin John Lennon. Und jetzt sagt er, okay, willst du auch mal trommeln? Zeig, okay, kann ich mal probieren. Ja? Und so ist die Situation. Deswegen, schönen Gruß an Olaf, wenn er das denn sieht. Aber wir sind noch nicht am Ende. Jetzt wird es erstmal noch richtig spannend. Dann geht's weiter. Dann gab es ja Riesendiskussionen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Immer mehr, die Medien sind eingestiegen, ja, ist es nun korrekt oder nicht mit dem Rundfunkbeitrag, ist es eine Steuer, ist es keine Steuer. Die Sache wurde richtig hochgekocht, bis es denn zu diesem Showdown kam, und zwar zu dem entscheidenden Termin, der 18. Juli war ja der Termin des Bundesverfassungsgerichts. Die Leute, auch Sympathisanten von uns, sind ja mittlerweile Zehntausende, haben mitgefiebert, oh, wann, was kommt dort dabei raus? Aber mal wieder wissen die allerwenigsten, dass eine ganz entscheidende Podiumsdiskussion am 22. Juni 2018 in Köln stattfand. Da ging es darum, also eigentlich war der Oberbegriff, so ein Symposium, Kritik an den Rundfunkgebühren. Und da sieht man in der Mitte eine nette Dame sitzen, das ist die Heike Raab. Kennt kein Mensch. Wer ist Heike Raab? Ist von der SPD. Wo arbeitet sie? In der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz. Okay, was ist ihr Job? Sie ist Lobbyistin für den Rundfunkbeitrag. Und jetzt könnt ihr euch richtig mal festhalten an euren Stühlen, weil Deutschlandradio hat die Sache damals übermittelt. Man konnte live zuhören. Und was sagt dort die liebe Frau Raab?
Wir haben in Deutschland einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wir müssen beim Bundesverfassungsgericht gerade mal wieder für die Verfassungsmäßigkeit des Beitrags gute Argumente finden. Haben wir gefunden. Die Urteilsverkündung wird am 18. Juli sein. Aber wir müssen auch dafür Sorge tragen, etc. pp. Jetzt frage ich euch, wie kann das sein, dass die Frau am 22. Juni Bescheid wusste, wann der Termin des Bundesverfassungsgerichts ist, der überhaupt noch gar nicht bekannt gegeben worden ist? Wie kann das sein? Am 27.06. ging diese Meldung rum durch die Medien, aber der Passus war weg. Er wurde eliminiert. Die Urteilsverkündung wird am 18. Juli sein. Und am 29.06. erst hat das Bundesverfassungsgericht sich hingestellt, also in dem Fall Presseabteilung, offizielle Pressemeldung wurde abgegeben, dass erst am 18. Juli der Termin sein wird. Wie soll denn das funktionieren? Das ist ein Witz, was hier abläuft. Die wissen alle Bescheid, die sprechen es miteinander ab und wollen uns für doof verkaufen. Kann doch nicht wahr sein, oder? Und jetzt geht's weiter wieder zu dem netten Herrn. Der wurde beauftragt von den Landesrundfunkanstalten im Jahre 2010. Das ist also jetzt eigentlich der Kernpunkt, ein Gutachten zu erstellen, weil wir hatten in Deutschland 90 Jahre lang ein Gebührensystem. Ihr kennt es vielleicht alles noch, die aus Deutschland kommen. Irgendwann stand da jemand vor der Tür, klingelingeling. Hast du einen Fernseher? Nö. Können wir mal gucken? Nee, tschüss, schönen Tag noch. So. Quasi die Zahlen, die Beitragszahlen sind immens gefallen bis zu dem Jahre 2010. Das ist natürlich klar, wenn man im Alter auf der Queen Mary fahren will und wenn die abgehafteten Politiker ja, gerne ihre Gelder da haben wollen. Wir haben ja die Listen damals veröffentlicht. Das ist ein Wahnsinn, wer da alles drin ist. Fällt da rückwärts um. Also der auch. Matthias Platzig, SPD, der auch. Fast alle drin. In den Landfunk-Rundfunkanstalten, in den Räten und so weiter. Also in diesen Selbstbereicherungsladen. Und er wird beauftragt, mach mal ein Gutachten. Kannst du uns mal einen Vorschlag machen, wie wir das machen sollen? Und daraus kam das sogenannte Beitragssystem. Er schlug vor, wir machen Beitragssystem quasi einen Pflichtbeitrag für alle. Ab 1. Januar 2013 wurde es gesetzlich umgesetzt. Und ganz durch Zufall hat der Gesetzgeber das fast 1:1 übernommen von dem sogenannten Gefälligkeitsgutachten, was man ihm ja unterstellt hat, dass er es nur gemacht hat. So, und danach ist eins passiert und deswegen, da kam der Katalysator, wurde da massiv eingeschaltet, weil danach die Leute gemerkt haben, immer mehr Menschen, Moment mal, hier ist ja ein Zwang. Ich werde für eine Sache gezwungen. Ja? Ich nutze gar keinen Fernseher. So ist die Frage, haben sich Fragen gestellt, haben mir gesagt, kriege ich denn Kindergeld, auch wenn ich keine Kinder habe? Was ist hier los? Also haben diese Akteure dieser Theaterveranstaltung, über die wir gerade sprachen, haben sich dann überlegt, oh, wie machen wir das jetzt am besten? Okay, wir werden die Sache schön offiziell machen. Wir werden sagen, das Bundesverfassungsgericht, also wo man dann denkt, da ist gerade in Köln der Karneval, wenn die Männer ganz wichtig und die Frauen mit den roten Robben dann reinkommen und wir müssen dann alle vor Ehrfurcht erstarren, ja, weil die Menschen, teilweise auch in Deutschland ist es ja immer noch so, diese Obrigkeitstreu, ja, wenn die das sagen, dann wird es so sein. Also gehen wir das mal weiter, ne, nach Karlsruhe. Und wie der Zufall es so will, ist da jemand, der sieht optisch nicht nur ähnlich aus wie Paul Kirchhoff. Nein, er ist auch noch sein Bruder. Also sein Bruder ist beim Bundesverfassungsgericht Richter. Und er gehört mit zu den entscheidenden Entscheidern, die gesagt haben am 18. Juli, dass das ja alles verfassungskonform ist. Sixt und andere Firmen und Privatpersonen hatten ja geklagt. Interessant und spannend ist, dass dort im Vorfeld ein Befangenheitsantrag gestellt wurde. Liegt irgendwie auf der Hand, ne? Da ist ein Bruder, Paul Kirchhoff, der macht mal so ein Gutachten. Daraus wird das Beitragssystem, was wir haben. Und der andere Bruder soll jetzt entscheiden, quasi über das Gutachten seines anderen, ob das denn verfassungskonform ist. Also hat man locker eins gemacht, man hat gesagt, tun wir mal weg, brauchen wir nicht Verfassungsbeschwerde,
ist unter den Tisch geschoben worden, wurde abgelehnt letztendlich und die Sache ist durch. So, und was ist jetzt passiert? Wir haben wirklich so viele Mails, also ich weiß nicht, hunderte, tausende bekommen. Ich habe richtig gespürt, dass die Menschen, die daran geglaubt haben, die uns auch gefolgt sind, so ein bisschen zusammengebrochen, emotional sind. Vergleichbar, als ob du so einen Bandscheibenvorfall hast. Die knallt einer rein und du liegst auf einmal da. Und ich frage euch, hat sich irgendetwas nach diesem Witzurteil überhaupt verändert für uns? Also, wenn wir einen Antrag, was wir gemacht haben und immer gepredigt haben, gestellt haben, aus Gewissens, ich habe einen Antrag gestellt, Beitragsbefreiung aus Gewissensgründen. Das ist ganz wichtig. Ich kann doch bitte nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass vor 3 Tagen beispielsweise die Bild-Zeitung groß getitelt hat, darf man sich freuen, wenn Syriens mörderische Mutter Krebs hat? So weit sind wir schon in Deutschland gekommen. Ja? Das heißt, wir haben eine Lügenmedien, die dabei sind, quasi über ihre Manipulation die Bereitschaft für Kriege zu erzeugen. Und wenn ich sage, das kann ich mit meinem Gewissen nicht teilen, dann zahle ich das auch nicht. Komme, was wolle. Und da ist aber der Punkt, dass... Und an dieser Situation hat sich überhaupt gar nichts verändert. Gar nichts. Ja, wenn man sagt, du musst jetzt in den Krieg ziehen und ich sage, mache ich nicht, ich bin Wehrdienstverweigerer, dann bin ich Wehrdienstverweigerer oder muss mich erschießen. Und um diese Zivilcourage geht es hier. Natürlich gibt es Leute, die denken und hoffen, ich habe 1, 2 Briefe geschrieben und der Fall ist erledigt. Deswegen, wenn man das nicht tief in seinem Herzen trägt, diesen Wunsch, es mit seinem Gewissen nicht zu vereinbaren, dann kann kein Richter der Welt darüber entscheiden. Wie will denn ein Richter über unser Gewissen entscheiden? Das können doch nur wir selber. Und wenn wir uns mal anschauen, beim Bundesverfassungsgericht, wie die Sache da abläuft, da gibt es ja 16 Richter. Oh, wer wählt denn eigentlich die Richter? Die Hälfte wählt der Bundestag, also Politiker. Und die andere Hälfte wählt der Bundesrat, auch Politiker. Ist das nicht ein Ding? Und der eine ist dann mal Bundesverfassungsrichter, danach ist er dann Gutachter, danach findet man ihn irgendwie als Intendant wieder, den Politiker. Das müssen die Leute wissen. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr heute alle hier seid, weil ihr dieses Wissen dann weitertragt und teilt. Und darum bitte ich euch auch, ihr seid wirklich wichtig. Dieses Buch, die GEZ-Lüge, war letztendlich eigentlich nur eine Nötigung. Also ich mache wirklich keine Werbung für dieses Buch. Es ging darum, ich hatte damals an einem Buch geschrieben. Und im Mai 2017 kam diese Sache, wo sie mich ins Gefängnis stecken wollten, haben mich genötigt, haben gesagt, okay, Olaf hat mir dabei geholfen, Olaf Kretschmann, haben gesagt, okay, dann machen wir ein Buch daraus, die GZ-Lüge. Und das andere Buch, das große Werk im Zeichen der Wahrheit, was vorhin anmoderiert worden ist, ist ja erst rausgekommen Ende letzten Jahres, was auch ein Part der GZ-Lüge hat. Dort stand das auch alles drin. Fakt ist aber eins, dass die Zivilcourage immer weiter wächst. Die Situation sieht so momentan in Deutschland aus, wir haben 4,25 Millionen Zahlungsverweigerer. Ja? Wenn ich mir das angucke, wie gesagt, hier sind ja Applaus mal für die Leute. Ne? Hier ist natürlich eine größere Anzahl von Menschen, die verweigern, als wenn man das prozentual auf die Bevölkerung sieht. Weil hier die Erwachten sitzen bei der AZK. Das ist der Grund. So, wir haben 1,32 Millionen Vollstreckungsersuchen, 160 Verfassungsbeschwerden, 4.000 Klageverfahren, eins davon ist meins. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, mehr als 5 Menschen saßen oder sitzen im Gefängnis. Jetzt frage ich euch, ihr sind ja auch Leute, einfach mal die Arme heben, die nicht aus Deutschland kommen, aus Österreich, Schweiz, darf ich das mal sehen? Oh, auch eine Menge. Oh, alles klar, fast die Hälfte. Danke. Ich frage euch, kennt ihr irgendein Land der Welt, wo Menschen wegen Nichtzahlung von Rundfunkgebühren im Gefängnis sitzen? Kennt ihr irgendein Land, ja oder nein? Na, lauter bitte. Nein. Genau so sieht es aus. Das heißt, was man einem Putin unterstellt oder den nordkoreanischen Präsidenten, ist ja hier noch viel schlimmer. Man tut so, als ob wir eine Demokratie haben. Es ist eine Scheindemokratie. Die Fratze hinter dieser Maske
Da steckt was ganz anderes dahinter. Das ist eine Diktatur, die wir in Deutschland haben. Anders ist das nicht zu erklären, dass man dafür Leute ins Gefängnis steckt. Wir sind ja penetrant. Nee, wir sind penetrant, sagt man mir nach. Wir hatten einen Aufkleber entwickelt, die GZ-Lüge. Das ist Wahnsinn mittlerweile. Der klebt überall dran. Leute, die Zivilcourage zeigen. Die haben, ach, in Berlin habe ich den x-mal schon gesehen, in meinem eigenen Auto ist es auch hinten dran. Wir haben leider keine 3000 bei. Nagelt mich nicht fest, wenn es hochkommt, 100, 200. Da hinten rechts am Stand verschenken wir den heute. Wer will, kann den nachher holen, sich holen, okay? Nach meinem Vortrag. So. Wer von euch guckt Schrank-TV, wenn ich fragen darf? Darf ich mal das Ärmchen sehen? Doch einige, okay. Dann habt ihr dieses Bild bestimmt gesehen, ne? Habe ich in einer Sendung mal gebracht. Ist bei mir draußen am Wandlitzsee aufgenommen worden, von mir selber als Nicht-Fotograf. Wir haben es jetzt in dem Moment 11.40 Uhr. Und ich weiß nicht, aus welchem Grund die AZK heute den 11. August als Tag gewählt hat. Ich kann euch aber eins sagen, dieser Tag heute ist unter spirituellen Menschen, man kann sagen, der magischste bzw. spirituellste Tag dieses Jahres. Wisst ihr warum? Wir haben seit 10.02 Uhr bis 13.30 Uhr auf der ganzen Welt eine partielle Sonnenfinsternis. In diesem Moment, wo ich zu euch rede, sind auf der ganzen Welt Hunderttausende und Menschen, die meditieren. In Berlin um 11.11 Uhr hat eine große Meditation begonnen für den Frieden. Und darum geht's. Wir kommen nämlich jetzt zu meinem eigentlichen Vortrag. Deswegen seht ihr hier dieses Zeichen. Pythagoras hat mal gesagt, der Kreis mit dem Punkt ist das spirituellste und magischste Zeichen. Ist das Zeichen auch von meinem Buch im Zeichen der Weisen. Seht ihr jetzt in der Präsentation überall das Zeichen, weil jetzt beginnt die eigentliche Präsentation. Es gibt wissenschaftliche Studien, die haben bewiesen, dass ungefähr 144.000 Menschen reichen aus vom Bewusstsein, dass sich Dinge verändern. Da wurde für kranke Kinder meditiert, für Herzkranke und so weiter. In den USA gibt es x-Experimente. Warum ist es so? Weil wir sind nicht einfach irgendwelche willenlosen Roboter, die hier rumrennen. Fand ich sehr schön übrigens bei Ivo. Da waren vorhin die ganzen Sachen von den Menschen, die in der Lage waren, Sachen zu machen, wo der Geist sagt, geht ja gar nicht, ist ja gar nicht vorhanden. Levitation und so weiter. Und um diese Energie geht es. Diese Energie, die ist in uns drin, aber nicht draußen. Der Verstand hindert uns aber daran. Wenn wir mit dieser Energie heute, mit diesem Lichtstrahl in Verbindung kommen wollen, dann müssen wir nach innen gehen. Habt ihr Lust? War eigentlich gar kein Plan. Ich frage euch nur, kleine kurze Übung, 1-2 Minuten. Wollen wir Kontakt mit diesem Energiestrahl aufnehmen? Okay? Ja oder nein? Ja? Okay. Also keine Sorge, meine Zeit reicht dafür nicht aus. Meinen Vorträgen mache ich manchmal auch Meditation mit den Leuten. Nur eine kurze Sache. Schließt bitte alle die Augen. Und wir atmen, weil wir müssen erstmal runterkommen. Das Mantra Soham, einatmen so, ausatmen ham. So ham. Ihr konzentriert euch also auf das So beim Einatmen und beim Ausatmen auf das Ham. So ham. So ham. Und wenn ich sage, jetzt öffnen wir alle die Augen, und sagen hintereinander dreimal Friede für die Welt. So ham. So ham. Jetzt alle zusammen. Friede für die Welt. Friede für die Welt. Friede für die Welt. Ich bedanke mich bei euch. Habt ihr diese Energie gespürt? Habt ihr die Energie gespürt in diesem Raum?
Hier sind fast 3000 Menschen, 3000, was wir dazu beitragen, zu diesen 144.000, das ist ein Wahnsinn. Versucht, auch wenn ich rede, mehr nach innen zu schauen bei euch. Weil nur dann können wir transformiert von innen nach außen gehen und diese Energie tragen, die wir miteinander alle teilen. Jetzt gehen wir wieder zum verstandsorientierten, weltlichen Teil. Ich mache 8 Fragen, habe ich mit euch vor. Und zwar, stellen Sie die offiziellen Massenmedien in Frage. Wer die offiziellen Massenmedien in Frage stellt, einfach nur Hand heben oder unten lassen. Wenn er Arm unten lässt, sagt er, nee, ist in Ordnung mit den Massenmedien. Stellen Sie die offiziellen Massenmedien in Frage. Oh, eine Menge, fast alle. Glauben Sie, dass Politiker Sie belügen? Glauben Sie, dass Lobbyisten Politiker beeinflussen? Glauben Sie, dass die Banken eine übergeordnete Rolle spielen? Glauben Sie, dass Volksvertreter nicht das Volk vertreten? Glauben Sie, dass die Geschichte in den Schulgeschichtsbüchern nicht richtig dargestellt wird? Glauben Sie nicht, dass Sie heute im besten aller Gesellschaftssysteme leben? Glauben Sie, dass eine Gruppe einflussreicher Männer die gesellschaftlichen Prozesse auf der Welt tiefgründig beeinflussen? Gratulation. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Medien und Politiker sagen, wir sind Verschwörungstheoretiker. Und darauf bin ich stolz. Lisa Fitz, die ich dreimal mittlerweile interviewt habe, hat im ersten Interview gesagt, die ganze Geschichte ist eine einzige Kette von Verschwörungen. Und damit hat sie recht. Damit hat sie recht. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich die Medien immer noch massiv vertreten. Leute wie die AZK oder wir werden nun mal angegriffen. Berufskollegen von mir wurden auch Bücher verboten, YouTube-Kanäle wurden gesperrt. Ist gerade die Woche bei mir wieder passiert, ist ein Video gesperrt worden. Von YouTube ist also mittlerweile gang und gäbe. Das heißt, der Kampf, den wir aus den alten griechischen Sagen kennen, zwischen Götter und Titanen, der ist immer noch vorhanden, aber wir alle wissen, wie der ausgegangen ist. Die Götter haben gesiegt über die Titanen. Und diese Politmarionetten in Deutschland, anders kann man die Leute gar nicht mal bezeichnen, also da sehe ich letztendlich nur hohle Hüllen, wenn ich es mal so sagen darf. Ich hatte Thorsten Schulte, der letztes Jahr vor euch gesprochen hat, der hat mich mal eingeladen an dem Tag, wo er AfD-Mitglied wurde oder wo er seinen tollen Schlüssel von Frau Weigel bekommen hat. Mit meiner kleinen Tochter wollte er mir mal den Bundestag zeigen, war noch nie drin, bin rückwärts wieder rausgerannt. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen mit negativer Energie in den Augen, mit so viel Missgunst. Ich habe sie alle gesehen, wie sie da gesessen haben, von den Grünen Özdemir. Ein paar Meter weiter waren CDU-Leute, ich war erschrocken. Also das heißt, es ist ein Kasperletheater. Man führt dort eine Show, man brüllt sich an, danach steht man an der Cafeteria und trinkt Kaffee miteinander. Aber uns wird so verkauft. Ja? Und wenn wir uns anschauen, dass gerade in den letzten Jahren, also diese Begrifflichkeiten wie Reichsbürger gab es vorher gar nicht, vor Jahren, oder Verschwörungsideologe bin ich mittlerweile, ja, haben die Medien mich bezeichnet, also kein Theoretiker, sondern noch eine Etage weiter. Da gucken wir uns mal an, was zum Beispiel der Gaukler, ich meine jetzt der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck mal gesagt hat. Er sagte bei der Verleihung des Europäischen Medienpreises, bitte glauben Sie mir, ich weiß, was Lügenpresse ist. Ich habe sie erlebt, jahrzehntelang in der DDR, als dieses Haus, in dem wir uns treffen, noch die Zwingung unserer Unterdrücker war. Hier war das Zentralkomitee der SED. Eine zentrale Stelle bestimmte damals, welche Informationen und welche Meinungen verpflichtend waren. Zensur und Desinformation bestimmten den Medienalltag und heute. Es ist so völlig anders. Und trotzdem, Verschwörungstheoretiker behaupten im Netz und auf der Straße, dass unsere Presse gelenkt sei. So entstünden Systemmedien. Wir alle im Saal wissen, das ist falsch. Jetzt können wir alle mal lachen darüber, über diesen Witz von diesem Mann. Und Leute wie Gauck und Merkel, die werden begrüßt, wenn sie Reden halten mit Hau ab mittlerweile. Hau ab, speziell wenn sie im Osten Deutschlands reden. Dann stehen sie immer noch so da. Ich frage mich, ob die geistig gestört sind wirklich. Weil normal ist es ja wohl nicht, oder?
Diese Medien sind natürlich massiv unterwegs und ich gebe auch immer wieder allen Leuten den Tipp. Ihr könnt die anderen nicht überzeugen. Ihr könnt nur am Bus jemand abholen, wenn dort auch jemand steht. Aber viele haben das Problem von uns. Die sagen, mein Schwager, meine Nichte, und die sagen, ja, das stimmt ja nicht. Lasst los. Wisst ihr, wie schön Befreiung, wie befreit sich Loslassen anfühlt? Ich hatte in Mitte der 90er Jahre einen spirituellen Lehrer, einen Meditationslehrer. Und von dem habe ich viel gelernt. Und der hatte mir mal gesagt, fand ich damals ganz schön dreist, sagte, Heiko, du kennst doch diese Ballons, ne? Wenn die so steigen. Weißt du, da wird ja dieses Gas da reingepumpt. Was macht man mit dem Ballon, wenn er höher steigen soll? Ja, da sind da mal die ollen Sandsäcke, kenne ich aus den alten Filmen noch. So 80 Tagen um die Welt und so weiter. Ja, ja. Da musst du den Sandsack runterschmeißen. Kennen wir alle, ne? Und wenn du noch höher steigen musst, musst du noch mehr Sandsäcke runterschmeißen. Und das sind die negativen Leute in unserem Umfeld, die versuchen, uns runterzuziehen. Und das meine ich mit Loslassen. Viel wichtiger ist, Synergien, Resonanzen zu bilden mit Menschen, die ähnlich denken wie wir. Und dann entsteht ein Automatismus. Was läuft ab? Jetzt kommen wir zum Teil, der mir besonders Spaß macht. Jedes Wort hat eine Energie. Wenn ich zu euch sage, ich liebe euch. Und mein Herz noch anfangen, ich liebe euch alle. Ich hasse euch. Das heißt, wir spüren, das ist es messbar, sogar die Moleküle, den Wassermolekülen in unserem Körper, dass dort Veränderungen eintreffen. Selbst der Säure-Base-Haushalt verändert sich bei Begrifflichkeiten. Meist in Richtung Säure, wenn sie negativ sind. Und genau damit spielen die Medien. Jetzt gehen wir in das Spielfeld, schauen mal rüber, was die Medien machen. Da wird gesagt, rechts gleich Nazi. Wir haben uns die Arbeit gemacht im Büro. Wir sind mal zurückgegangen, haben uns alte Wörterbücher gehört. Kein Mensch guckt mal rein. Ich freue mich, dass so wie ihr Kinder dabei sind. Toll. Weil ihr seid die Zukunft. Ja? Aber heutzutage, was macht man? Man holt sein iPad raus, gibt mal kurz ein, Wikipedia, was schreiben die? Nicht damals wie bei uns, wo wir den großen Dune aufgeschlagen haben. Und wir haben einen Dune aus dem Jahre 1980. Alle die von euch, die noch alte Wörterbücher haben, schaut da mal rein. Was stand da drin? Da stand drin, rechts hat den gleichen Wortstamm wie richtig. Folgende Wörter haben den gleichen Ursprung. Rechtschaffend, Rechtsprechung, zur rechten Gottes sitzen. Der rechte Weg, rechtes Handeln, rechtes Gehen. Das stand im alten Dune. Wenn ihr jetzt reinguckt, steht drin rechts. Rechtsextremismus, rechte Gewalt, rechter Terror. Das sind die Assoziationen. Komisch, ne? Im Buddhismus, dem ich ja sehr verbunden bin, da gibt es den sogenannten edlen achtfachen Pfad. Da sagt man, rechtes Verständnis, rechtes Denken, rechte Rede, rechte Handlung, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Konzentration. Da sagt man nicht, linkes Denken, linke Rede, linke Handlung. Wir reden ja von der Rechtschreibung, nicht von der Linksschreibung. Selbst der Staat nennt sich Rechtsstaat und nicht Linksstaat. Das ist doch Wahnsinn, wie man uns manipuliert hat, oder? Wenn es also ein Rechts gibt, dann gibt es ja auch ein Links, logischerweise. Und da sind wir mal reingegangen und da stand drin, in dem Dune schauen wir uns zum Vergleich doch einmal das Wort Links an. Dann finden wir in älteren Wörterbüchern die Erklärung, dass Links den gleichen Wortstamm hat wie Linken. Außerdem findet sich dort die entsprechende Wortkette Link, Linkisch, Links. Ferner steht das Wort Links im direkten Bedeutungszusammenhang von Täuschen, Betrügen, Hintergehen, Übervorteilen. Ist doch ein Wahnsinn. Da wird darüber gesprochen, über Karl Marx. Wir haben, die Presse sagt, die stehen auch noch so, wir sind links. Also, wir betrügen euch. Wir täuschen euch, heißt das. Jetzt greifen wir das an, dann wird gesagt, Moment mal, rechts. Nazi. Aber es hat sich abgenutzt mittlerweile, die Keulen. Kann kein Mensch mehr hören. Das ist so vergleichbar, aus meiner Kindheit kenne ich nur diesen Fischer Parker, diesen gelben. Das sind Tropfen, die tropfen einfach nur ab. Die schmeißen alles in die Waagschale, wie kleine Kinder, die so unerzogen sind, die hin und her rennen, bockig sind. So kommen mir
die Medien, die Politiker vor. Und diese sind dem Ende geweiht. Dank Leute wie euch. In der englischen Sprache hat ja, ihr wisst das, right, hat die gleiche Bedeutung wie rechts und richtig. Und man sagt dort, right is right and left is wrong. Also rechts ist richtig und links ist falsch. Aber wer erklärt das schon den Kindern in den Schulen? Habt ihr das gehört bei euch schon mal? Hat der Lehrer euch das erzählt? Nur normal. Deswegen habt das schwer und deswegen seid froh und glücklich, dass ihr hier seid bei der AZK. Und sprecht mal mit euren Freunden drüber. Neuesten Sachen sind natürlich, denn macht man jetzt ja clever. Man sagt ja, rechts ist ja ein bisschen einfach gehalten. Dann machen wir noch was dazu, einen Populisten. Und dann machen wir Rechtspopulisten daraus. So, wenn wir uns das aber mal angucken, also fragen wir mal vorab überhaupt, habt ihr schon jemals irgendwo gelesen, gehört in den Medien von Linkspopulisten? Hat man noch nie gehört. Jetzt spricht ein Linkspopulist dort in der Talkshow. So, und wenn wir uns das Wort Populist angucken, wissen wir, kommt vom populär, aus dem Französischen, beim Volk beliebt und geht auf den lateinischen Wort Populus zurück. Aber für uns ist unser alter Duden wieder wichtig. Wir haben also angefangen zu kramen, zu schauen, was steht da drin. Da stand drin, Populismus ist die Erklärung dazu, eine Politik, die die Gunst der Massen zu gewinnen sucht. Jetzt frage ich euch, die Politiker, über die wir vorhin sprachen, Merkel und Konsorten, sind die nicht auch dabei, die Gunst der Massen zu suchen oder nicht? Oder habt ihr schon mal von Liberalpopulisten, von Grünpopulisten gehört? Oder Linkspopulisten, haben wir gerade gesagt. Gibt's gar nicht. Aber es wird verwandt. Und da wir, wie wir vorhin bei der GZ drüber gesprochen haben, ja so neutral unterwegs sind, schauen wir uns doch mal diesen Artikel an. Der ist ja in seiner Unerhörtheit überhaupt nicht zu überbieten. Dass Andreas Voskuhle und der Mann, der leitet, ist der oberste Richter überhaupt am Bundesverfassungsgericht. Also ein Mann, der eigentlich in seiner roten Kutte eigentlich neutral sein müsste. Er müsste der Neutralste von an eigentlich sein. Der sagt in der FAZ, ein Populist ist ein Gegner der Demokratie. Das muss man sich doch mal vorstellen, was hier abläuft in Deutschland. Und dann geht es weiter mit diesen Begrifflichkeiten. Deswegen ist das so wichtig. Steht alles in meinem Buch auch drin, alle Einzelheiten, die jetzt hier kommen. Weil so wird subtil eingehämmert in unser Unterbewusstsein. Immer subtil. Euch wird nichts erzählt über diese partielle Sonnenfinsternis, die gerade da ist, wo ihr Kontakt aufnehmen könnt. Nein, es kommen immer von allen Seiten Dinge rein. Man spricht natürlich nicht mehr vom Angriffskrieg. Man verändert die Sache. Man nennt sie jetzt einfach humanitäre Intervention oder Präventivschlag. Übersetzt, wir bringen einfach mal vorsorglich ein paar Leute um. Soldaten sind natürlich keine Soldaten, wir sind Friedenstruppen. Oh, die Friedenstruppen, die bringen zwar Krieg in alle Länder, aber sind ja Friedenstruppen. Klingt irgendwie besser. Und über tote Zivilisten redet man auch schon lange nicht mehr, speziell seit den Irakkriegen. Es sind Kollateralschäden. Ist da irgendwas so nebenbei abgefallen? Also so von der Drechselbank ist nebenbei noch was. Tote Frauen, tote Kinder sind völlig egal. Man hat jahrzehntelang von Freiheitskämpfern gesprochen. Gerade damals zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs in Jugoslawien unter Tito, Partisanen nannte man die. Und auch man muss sich mal mit denen unterhalten, auch im Irak, wo 91 und 2003 die Amerika, damals 2003 die Koalition der Willigen unter Bush, dort einmarschiert ist, wie die das empfunden haben. Die haben gesagt, wir verteidigen unser Land. Die haben sich als Freiheitskämpfer angesehen. Nein, das sind jetzt Aufständische. Oh. Es gibt ganze Public Relation Agenturen, die haben den ganzen Tag nichts weiter zu tun, als Begrifflichkeiten zu erstellen, die unbewusst uns immer wieder über Radio und Fernsehen eingeschoben werden. Deswegen sage ich immer wieder, wer weniger fernsieht, sieht mehr durch. Und es gibt zum Schluss nur eins dabei, das ist die Zivilcourage.
Da ist jeder von uns gefragt. Und Howard Zinn hat es gut formuliert. Er sagte, man sagt, das Problem sei ziviler Ungehorsam. Aber das ist nicht unser Problem. Unser Problem, das ist der zivile Gehorsam. Unser Problem ist die große Anzahl von Menschen auf der ganzen Welt, die dem Diktat ihrer Regierung folgen und deshalb in Kriege ziehen, in denen dann Millionen Menschen wegen diesem zivilen Gehorsam getötet werden. Unser Problem besteht darin, dass die Menschen gehorsam sind, sich die Gefängnisse wegen Bagatellen füllen, während die großen Verbrecher die Staatsgeschäfte führen. Das ist unser Problem. Und das ist auch einer der Gründe, bei mir in meinem Format Schrank TV sind Bilder im Hintergrund, wenn ihr das kennt. Einer der Bilder ist Muhammad Ali, einer neben John Lennon, Vorbilder von mir. Muhammad Ali war damals Boxweltmeister zu einer Zeit, wo es nur einen Boxverband gab, nicht wie jetzt, wo sich jeder Boxweltmeister nennen kann, bei 5 oder 6 Verbänden im Schwergewicht. Wahnsinn, die Leistung damals gewesen, unschlagbar der Mann, und den wollte man nach Vietnam schicken. Und Ali hat damals gesagt, ihr wollt mich ins Gefängnis stecken, nur zu, wir waren 400 Jahre Gefangener, aber ich fliege keine 10.000 Meilen, um andere arme Menschen zu töten. Ihr seid mein Feind, nicht die Chinesen, nicht der Vietcong. Das ist Zivilcourage, die wir brauchen. Und gerade bei der GEZ höre ich es immer wieder. Ja, wenn so mein Konto fällt, oh, was soll ich machen? Tut mir leid, und wenn das jetzt vielleicht arrogant oder überheblich klingt, dann soll man es sein lassen, ist nicht schlimm. Ich möchte auch nicht urteilen. Man muss vorher wissen, gehe ich den Weg oder gehe ich den Weg nicht? So, ganz einfach. Das kann man mit sich nur ausmachen. Was ist denn ein kleines Konto gegen einen Weltmeisterschaftstitel, den man ihm aberkannt hat, er sich vor Gericht verantworten musste, zur Gefängnisstrafe verurteilt worden ist und da hängen Millionen dran, die dann weg sind? Was hat er später gemacht? Er kam wieder und hat die legendäre Kämpfe gegen Joe Frazier und George Foreman gemacht und wurde wieder Boxweltmeister. Das hat was mit Zivilcourage zu tun. Es ist im Endeffekt alles nur eine Frage der Perspektive. Und das erkläre ich euch an diesem einen Satz. Siegen wirst du nicht, aber untergehen. Siegen wirst du nicht. Ich bin jetzt die Medien oder die ganzen Politiker, die uns immer sagen, siegen wirst du nicht, aber untergehen. Wenn du oder ihr aber eins macht, ihr versetzt nur minimal das Komma. Und zwar hinter du. Siegen wirst du, nicht aber untergehen. Dann hat das eine ganz andere Bedeutung. Fangt auch ihr an, ab jetzt die Perspektive zu verändern und auch das Komma zu versetzen. Der Dalai Lama sagte mal, falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuche mal zu schlafen, wenn eine Mücke im Raum ist. Lasst uns alle, so wie wir sind, wir 3000 Mal, lasst uns Moskitos sein und heute Abend rausschwören und andere Menschen mit anstecken. Die drei Bücher wurden vorhin schon genannt. Ich bin wirklich jetzt nur noch ungefähr eine Stunde da, hinten Büchertisch, wer noch ein Buch signiert haben will, könnt ihr gerne nach hinten kommen. Ansonsten habe ich die Zeit eingehalten, Ivo fast auf die Minute. Bis zur nächsten Sendung auf Schrank TV. Vielen Dank fürs Zuhören, euer Heiko Schrank. Danke. 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 Vielen Dank. Danke, Herr. Sein Urlaub unterbrochen, sehr gekommen. Ich wünsche dir weiter einen guten Urlaub. Danke für den Vortrag. Danke. Ich hoffe, dass du deinen Koffer wieder findest. Vielen, vielen Dank für diese Perspektiven, die du hier geöffnet hast.